Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Die Klimakonferenz in Paris reiht sich ein in eine Reihe wichtiger internationaler Konferenzen im Jahr 2015. Wir haben im September die UN-Konferenz zu den Nachhaltigkeitszielen abgeschlossen, ich denke sehr erfolgreich abgeschlossen. Und es gab auch bereits vorher eine wichtige Entscheidung, eine wichtige Initiative, die Frage der Entwicklungsfinanzierung in Addis Abeba. Ich erwähne das auch an dieser Stelle, weil Entwicklungsfinanzierung auch mit Klimafinanzierung eng verbunden ist und auch eng miteinander betrachtet werden muss. Frau Ministerin, Sie haben es zu Recht ausgeführt. Klimapolitik ist Friedenspolitik und ist Entwicklungspolitik. Ich möchte diesen Gedanken auch unterstreichen an der Stelle und bin auch dankbar dafür, dass dieser Gedanke von der Bundesregierung und von Ihnen persönlich in Paris vertreten wird. Es ist viel über die nationalen Klimaziele, nationalen Klimapläne gesagt worden an dieser Stelle. Ich möchte auf beiden Aspekten, den Fragen der Minderung des CO2-Ausstoßes, aber auch Fragen der Anpassung auf die internationalen Zusammenhänge und Aspekte noch mit einigen Gedanken hinweisen. Minderungsziele im eigenen Land sind richtig und sind wichtig. Wir wissen, dass die 184 Staaten, die angesprochen worden sind, nationale Klimapläne aufgelegt haben. Wir wissen aber auch leider, dass das, was vorgelegt worden ist, noch nicht reichen wird, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen, sondern dass wir uns bei 2,6, 2,8 bewegen. Und wir wissen auch zu Recht, dass die ärmsten und die verwundbarsten Länder sich nicht umsonst auch in Lima noch mal vor einigen Monaten zusammengeschlossen haben zu einer Initiative V20, wo es darum geht, eigentlich das Ziel, das Ihnen helfen würde, nämlich 1,5 Grad die Erderwärmung zu begrenzen, zu erreichen. Also wir werden mit einem ganz großen Mehr an Anstrengungen, was die Minderung an CO2-Ausstoß anbelangt, zu tun haben, auch nach dieser Konferenz. Und da können wir einen Beitrag leisten hier in Deutschland, das ist von allen Vorrednern angesprochen worden, aber es gibt auch internationale Zusammenhänge, wo man diesen Beitrag leisten kann. Ich möchte ein Beispiel nennen. IRENA, die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, hat mal ausgerechnet, was allein auf dem afrikanischen Kontinent möglich wäre, um auf erneuerbare Energien umzusteigen und dort auch den nötigen Zuwachs an Energie, den diese Länder dringend brauchen, um ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu stärken und Armutsbekämpfung voranzubringen, auch damit aufzufangen. IRENA prognostiziert für den gesamten afrikanischen Kontinent bis zum Jahr 2030 eingerechnet das Wirtschaftswachstum immerhin 22% aus erneuerbaren Energien und für den Strombereich 50%. Ich finde, das sind beachtliche Zahlen. Sie sprechen von 310 Megatonnen CO2-Ausstoß, den man einsparen könnte an dieser Stelle, die es lohnen, dass wir mehr tun, als internationale Gemeinschaft mehr tun, um Kapazitäten in den Ländern aufzubauen, um Strukturen aufzubauen, dass dieser Umstieg auf erneuerbare Energien oder dieser Einstieg in erneuerbare Energien auch im Süden möglich ist. Ähnliches gilt selbstverständlich für den Bereich der Anpassungsmaßnahmen. Es ist mir als Entwicklungspolitikerin eigentlich lieber, wir würden es schaffen, dass die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, um viele Anpassungsmaßnahmen vielleicht nicht nötig werden zu lassen. Trotzdem weiß ich, es ist bereits heute Tatsache, Menschen fliehen, Menschen verlassen ihre angestammten Regionen, Menschen können nicht mehr so produzieren, wie sie es getan haben, weil Böden versalzen, weil Wasser fehlt. Das ist von allen Vorrednern angesprochen worden. Das heißt, wir müssen in dem Bereich der Anpassung mehr tun. Wir müssen auch das Thema der Klimafinanzierung für diesen Bereich noch verstärkt nutzen. Denn es ist klar, Minderungsziele haben auch sehr viel mit Industrie zu tun, haben mit Industrie in Schwellenländern zu tun, in Industrieländern zu tun, ist alles richtig und wichtig. Aber die Anpassungsmaßnahmen zu finanzieren, ist leider eine etwas unattraktivere Geschichte in diesem gesamten Konzert. Und deshalb glaube ich, wir müssen Finanzierung für Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Und dazu trägt auch, neben dem Green Climate Fund, der angesprochen worden ist und wo man sicher noch hinschauen muss, wie das genau wird, wirklich mit der Frage der Anpassung in diesem Fonds, trägt eben auch der Anpassungsfonds bei, den es bereits gibt. Im Oktober diesen Jahres waren 32 Projektanträge dort behandelt. Das heißt und zeigt auch, dass hier ein ansteigendes Bewusstsein für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ist. Und dieser Fonds kriegt auch gute Noten, weil es darum geht, Kapazitäten in den Ländern aufzubauen und den am meisten von
Klimawandel betroffenen Menschen und Gemeinden wirklich zu helfen. Ich würde mir sehr wünschen, dass auch gerade dieser multilaterale Fonds, der da wirklich einiges leistet, vorangehen kann und besser ausgestattet wird und auch eine sichere Finanzbasis für die Zukunft hat. Und als Entwicklungspolitikerin vielleicht noch einen letzten Satz generell zur Finanzierung. Ich habe am Anfang gesagt, Klima, Entwicklung, Frieden sind untrennbar miteinander verbunden. Das gilt sicher auch für Finanzierungsfragen. Aber einen Gedanken bitte ich bei allem immer mit zu berücksichtigen. Es gibt klimarelevante Armutsfolgen, es gibt Verschränkungen der beiden Themenfelder, aber es gibt auch klassische Felder der Armutsbekämpfung und auch klassische Felder des Staatsaufbaus, für die Entwicklungszusammenarbeit Gelder benötigt. Ich bitte darum, Klimafinanzierung mit extra Mitteln auszustatten und nicht eins zu eins mit Entwicklungsgeldern zu verrechnen. Vielen Dank, Bärbel Kofler. Nächster Redner, Dr. Thomas Gebhardt für die CDU-CSU-Fraktion.